Moin moin Leute und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Minecraft Varo. Sie kämpfen zu zweit, doch sie, ach ist doch egal. Hoja, Max, wir findet einen Raketenwerfer, du lecker Schmecker. Ich würde sagen, den gönnen wir uns. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss hat das schöne Stück. Wir haben noch drei. Mal gucken, füllt er sich jetzt komplett auf? Oh. Ja, drei Schuss, geht immerhin. Und jetzt macht Max mir da einen Körper runter. Geronimo? Nein, andere Seite! Ja, ich weiß zum doch. Zum Boot. Okay, alles klar. Geronimo! Er ist weich gelandet. Das kann man jetzt nicht sagen. Wir schwimmen zu unserem Boot zurück. Und, ja, jetzt überlege ich gerade, was wollten wir denn heute überhaupt in der Folge machen? Jetzt haben wir den Raketenwerfer. Maxman, wollen wir mal auf die Karte schauen? Ja, sofort. Okay. Wir hatten mal angedacht, eins von Maurys Rennen zu machen. Könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Aber da musst du wieder mehr reden, weil ich mich ja konzentriere. Ja, das ist alles kein Thema. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich mal eine ganz Abwehr, weil wir haben letztes Mal Mission, davor ein bisschen random und Drogenkrieg. Dann machen wir jetzt nochmal sozusagen diese Rallye Monte Carlo. Delibetis. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Irgendwie hat sie jetzt meinen Kopf cooler abgespielt. Ja, in meinem leider auch. So. Wo fahren wir denn jetzt genau hin? Würdest du vielleicht eine Markierung setzen sollen? Nein, brauche ich nicht. Ich bin Max, mein weißer Feinkrieg. Du kannst nicht mal die Minimap sehen, als ob. Ich brauche die Minimap nicht, ich habe die ganze Map in meinem Kopf. Ah. Das ist direkt auf dem Bildschirm. Jetzt ist direkt weg. Okay. Nehme ich jetzt mal so hin. Nee, alles gut. Die Frage ist, wo nehmen wir hier einen Aufgang nach draußen? Guck mal, da wäre zum Beispiel einer, den könntest du nehmen. Nein, ich suche einfach, ich weiß, wo ich einfach raussehe. Gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Erhöhe um 3. Und wir fahren. Steige auf. Zur Maury Mission, genau. Zur Maury Mission? Nein, nicht zur Maury Mission, zu Maury seinen häseligen Milliarden Etappenrennen, 0,5 mal 2. So, hier könnte man zum Beispiel, hier kann man zum Beispiel gut mit dem Boot anlegen, habe ich gerade gesehen, aber da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Natürlich auch mit dahin. Na, hier wollen wir doch hin, denke ich. Oh. Genau Schlauch. So packt man ein Schlauchboot. Das ist übrigens verbeult. Das ist ein Metallschlauchboot. Also das ist ein Metallschlauch da drin. Ja. Das ist nämlich das berühmte Metallgummi. Genau. Das hat auch eine Knautschzone auf jeden Fall. Knautscht auch ein bisschen. Guck mal, da vorne ist zum Beispiel ein roter Schlitten, den könntest du. Sieht so aus wie. Ich brauchte keine Markierung und ich weiß, wo ich hin muss. Und jetzt kannst du mal im Teich baden. Alter, wie tief ist der Teich? Keine Ahnung, 10 Meter? Der hat einen ganz schön fetten Tidenhub, würde ich sagen. Oder war das was anderes? Ne, das war was anderes, glaube ich. Egal, YOLO. Wetten, du kommst mit dem Zaun nicht drüber? Nee, komme ich nicht. Sonne. Brauche ich nicht. Ich habe mal Raketenwerfer. Genau. Genau, außerdem ist das Ding hier kaputt. Also von daher. Scheiß drauf, Leute, scheiß drauf. Sie brauchen ein Auto, um an diesem Teil teilzunehmen. Sicher? Nein. Hoffe ich zumindest nicht. Hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt. Und wie viel wetten wir, dass ich jetzt einfach für Scheiße dieses Rennen? Nee, du bist so gut. Und ich kommentiere das so lange und gucken wir mal. Nicht, dass es. Ja, chill doch. Wir gönnen uns das einfach mal. Mal gucken. Lade. Ladedaten. Nein, Spaß. So. Das war wahrscheinlich ein bisschen. Früh abgesprungen im Fallschirm, weil die anderen sind nämlich jetzt alle Börsel vor dir. Das ist überhaupt nicht schlimm, Ossi. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben nämlich noch nicht verloren. Wir müssen jetzt nur gucken, auf welches Boot gehen wir. Gehen wir auf das rote? Guck mal, in Just Cause wäre es total chillig, weil du könntest einfach deinen Fallschirm loslassen, nochmal einen neuen Fallschirm nehmen.
Wenn ich jetzt gut bin, lasse ich einfach los und lande direkt hinter einem Boot. Ja, die Frage ist, kriegt man Fallschaden, wenn man ins Wasser fällt? Weil nein. Ansonsten wäre das nämlich, glaube ich, sogar schlauer. Soll ich probieren? Warte. Warte. Probier es einfach. Wenn wir jetzt sterben, ist es egal. Wenn wir jetzt sterben, ist es total egal. LOL. Er hat es einfach überlebt. LOL. Und schon bin ich Erster. Absolut lustig, Mix. Wir nehmen das Rote, genau. Das Rote sieht am schnellsten aus, weil es rot ist. Oh, 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 da sind die anderen Spastis. Die anderen Spastis. Schnell einsteigen, schnell einsteigen. Gas geben. Ja! Boah, jetzt ist die mexikanische Musik. Was jetzt richtig geil wäre, so ein... Lass mal San Juan Sounds an. Das ist voll lustig. Voll geil, Alter. Voll das Taco-Fresser-Radio. Aber wir sind immer noch Erster, liebe Freunde. Wir sind immer noch Erster. Aber die anderen sind halt ganz, ganz eng hinter uns. Max, man, du sollst ja nicht rumkaspern. Ich muss doch nicht Spaß haben beim Rennen. Das stimmt auch wieder. Vor allem in letzter Zeit sage ich das Wort rumkaspern eigentlich immer oft. Ich verstehe auch gar nicht warum. Weil mich der Korschspeller. Der Korschspeller. Der Lava-Korsch. So. Aber es sieht schon ganz gut aus, liebe Freunde, es sieht schon ganz gut aus. Nein. Ich weiß gar nicht, kriegen wir hier ordentlich Kohle bei? Geht glaub nicht. Aber geht so, ne? Also sonst müsste man das ja nicht machen, wenn man dann ordentlich, nicht ordentlich Kohle bei bekommt. Ist das etwa schon da, wo man es aufs Auto umsteigt? Ich glaube ja. Ja. Lol. Schnell. Die anderen, die fahren bestimmt alle auf das Wasser drauf. Und ansonsten kriegen wir das. Was mache ich da? Wartet. Nein. Hilfe. Jetzt. Gut. Ja, wir sind wieder da. Weiß nicht. Egal. Oh, wir haben Super GT genommen. Das ist das ja Super GT? Nein, das ist doch der Bullet, oder nicht? Ja, in der Realität wäre es Super GT. In der Realität? Der Ford Super GT. Achso. Heißt der nicht Ford GT? Heißt der nicht einfach nur Ford GT? Sicher? Ich glaube ja. Ich kenne mich mit Ford überhaupt nicht aus. Ich bin der Meinung, der heißt so. Aber der ist so darauf angelehnt, ne? Ne, so ein bisschen. Aber ich finde irgendwie von der Optik ist ja cool. Und du liegst so nach vorne, von daher. Ja, schnell, aber er lenkt extrem schnell. Ja, der ist echt kacke im Handling, ne? Ja, ich weiß nicht, was waren da sonst noch so? Dieser Aston Martin-Verschnitt? Der geht eigentlich. Ich wollte erst einen Buffalo nehmen, aber ich habe jetzt keinen gesehen auf die Schnelle. Ja, egal. Wir werden es doch nicht mehr mit dem Ding rocken. Und ich denke mal, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, manchmal. Also, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir das schon... Boah, guck mal, da, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Oh. Wenn du das jetzt nicht gewonnen hättest, nur weil du gegen ein Auto aufgefahren wärst, das wär's ja geworden. Ja, cool, aber wir haben es jetzt nicht gewonnen. First place. Und wir kriegen auch 1000, das ist ja lau. Die Frage ist, wir müssen ja noch ein bisschen Zeit. Was machen wir denn jetzt noch schon? Wir könnten hier noch so ein bisschen Drogenkrieg machen. Ein Krieg gegen die Drogen oder für die Drogen oder was auch immer. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Oder, warte mal, stopp. Wir hätten auch noch einmal den Manager machen können, aber ich glaube, es war sowieso noch zu früh. Und wer weiß, wie lange der Drogenkrieg geht. Ich glaube, das Drogenfahrzeug, okay. Machen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, ist das weit weg? Nö. Och, geht noch. Fährt das? Oh, wenn das fährt, ist das geil. Weil es ja gerade mitten auf dem, Jo. Überhol-Dings. Hol-Dings? Warte, Motorway. Jetzt hab ich's. Jut. Hast du gerade YouTube gesagt? Jut, hab ich gesagt. Achso, ich hab schon YouTube. You know what the steering wheel is for, right? Shot or set down, it's like paradise. Oh, I'm sorry. Maybe I'll wear a dress next time. Make you feel at home. What are you doing, bro? I pray to see.
Have a nice day. Dankeschön, dankeschön. Ich glaube, wenn die Schranke kaputt ist, dann lassen die dich einfach so durch. Also ich finde das schon fast ein bisschen nett. Ich auch. Also bei denen läuft schon ein bisschen dort. Oh. Einmal 5 drücken. Okay. Oh, lol, die steigen aus. Was ist denn für Lappen? Du schießt durch die falschen ab. Okay. Fuck, Polizisten, Alter. Ist das wieder das Fahrzeug, ne? Nee, nein, das Fahrzeug haut ab. Schnell, fahr einfach hinterher. Das, der LKW ist das Fahrzeug. Der LKW ist bei sowas meistens das Fahrzeug. Okay. Ich will doch vorher danken können, oder? Ja, okay, gut. Nächstes Mal sage ich, dass der LKW das Fahrzeug ist. Für die krasse Rockmusik im Hintergrund. Natürlich. Natürlich. Blatt. Das Problem ist, das dumme Scheißding darf ich jetzt nicht. Jetzt sind die Bullen. Alle, wie der Wagen beschleunigt, ist abartig. Ja, die haben das natürlich wieder. Da ist der Plattfuß. Okay, egal was gerade passiert ist, es war tierisch lustig. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns leider richtig beeilen, weil sonst ist nicht das scheiß Auto weg. Geht dir noch. Auf geht's. Außer also, du kriegst jetzt natürlich keinen Plattfuß nochmal. Jetzt mit dem Dukes gleich hinterher heizen. Der schwimmt immer ein kleines bisschen, habe ich so das Gefühl. Der ist nicht so direkt, aber mit dem sollten wir den auf jeden Fall kriegen. Warte, ist der auf dem. Auf dem Highway? Nee. Der ist nicht auf. Oder doch? Nee, ich glaube, der ist nicht auf dem Highway. Der ist, glaube ich, da drunter. Oder? Boah, was auch mal eine coole Mission wäre, wäre so eine Ballerei in der U-Bahn. Das wäre richtig episch. Ja, guck mal, der ist auf der Straße. Nächstes Mal in der Badass fährt erstmal. Okay. Die Frage ist, wie kriegen wir den jetzt? Hey, heute waren wir die noch gar nicht drauf rein. Wirklich nicht. Können wir das gerade nicht mehr? Wir sind vorhin beim Rennen angefahren. Da. Ist der LKW. Hey, guck mal, da ist dein Auto. Ich glaub's nicht. Natürlich. Lol, was hat der denn gerade gemacht? Es klingt zwar dumm, aber ich glaube, du musst dem Auto, dem LKW die Reifen zerschießen. Nee. Dann kannst du dann zwar selber nachher nicht mehr fahren, aber dann kriegst du ihn wenigstens. Ich schiebe noch so, ich gut, wenn du mich dann mit dem zerstört. Perfekt, du hast ihn. Okay, hast noch genug, keine Sorge. Achtung, jetzt musst du nur aufpassen, dass die dich decken. Fahr einfach los. Na gut, der wäre cool. Ja genau, scheiß auf deine Freunde. Das sind sowieso nichts wert, jetzt musst du noch... Will ich mit dir genauso machen. Genau. Jetzt musst du noch irgendwie versuchen, die Bullen abzuholen. Was sich ziemlich kompliziert anstellen könnte. Ja, so ist halt. Und jetzt ist das Radio auch noch aus, Mensch, das ist gerade kaputt gegangen. Ja, halt gerade einen Kurzschluss. Einen sehr kurzen Kurzschluss. So, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Was haben die überhaupt für Karren? Die anderen meine ich. Wo haben die diese fucking LKWs? Max, dann pass auf! Oh. So ein komischer behinderter Ire schießt auf dich. Wo haben die genau dieselben Trucks her? Sind die denn dumm? Oh, scheiß drauf, Alter. Ey, soll ich mal voll in die Tankstelle reinbrettern?
Nee, nee. Doch, doch. Nee, kriegen wir kein Geld dafür. Die Tankstelle kannst du mit dem anderen Auto später mal reinbretten, wenn du Bock hast. Mach ich mir off screen. Genau, das ganze Lustige, das ersparen wir unseren Zuschauern natürlich. So, wie sich das gehört. Aber fick dich zum Glück gleich da. Aua. Warum habe ich genau diese Gaffis sind einfach so episch. Woher haben die die gefunden? Im Internet. Gefunden auf Otto.de, Alter. Finally, bro. Ich hab grad gesagt, ey. Ja. Until next time, bros. Down on me. Yeses. Und wir haben, glaube ich, Kohle dafür bekommen. Oh, Mr. Maud, Wiving Schuhe. Ja, 4.000, sag ich mal. Da oben. Mr. Mo, Driving School. Ah, lecker, lecker, macht Hund zu. Ganz viel Ragu. Was? Hab ich das laut gesagt? Ich glaube ja. Nein. Über diese Vorurteile gegen Asiaten. Und Russen. Und Russen, genau. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Ach so, ja, natürlich. We can do if you want. Wow. Und ja, Ossi hat jetzt erstmal Urlaub, das heißt, wir haben das alles soweit vorproduziert und wenn diese Folge über euren Bildschirm flimmert, habe ich sogar schon gar keinen Urlaub mehr. Das ist doch schön. Okay, danke Freunde fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play The Ballad of Gay Tony und Maxman hat sich hier nochmal so einen krassen Schlitten gegönnt und fährt damit, denke ich mal, jetzt noch ein bisschen rum. So, wie sich das gehört. Gut, Freunde, damit würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.